Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. 23. Filmfestival steht in den Startlöchern. Energie Cottbus vor dem Heimspiel gegen Union Berlin und die Forster lieben das Mittelalter. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder einmal zu LTV aktuell am Donnerstag. Mit Sicherheit haben Sie die Großplakate unter dem Motto "Du kommst aus Cottbus, wenn" im Sommer auch gesehen. Eine Facebook-Gruppe ist stolz auf ihre Stadt und hatte eine Initiative gestartet. LTV berichtete darüber. Nun gibt es ab sofort Postkarten mit neuen Stadtmotiven im Cottbus-Service zu kaufen. Falls Sie also im Zeitalter von SMS und E-Mail mal wieder eine richtige Karte schreiben wollen, dann haben Sie jetzt eine tolle Gelegenheit dazu. Das bunte Herbstlaub draußen fällt schon wieder von den Bäumen. Der November naht also mit großen Schritten. Ein Monat, den viele Menschen überhaupt nicht mögen. Alle Kinofans hingegen freuen sich bestimmt, denn das 23. Cottbuser Filmfestival steht unmittelbar vor der Tür. Es findet vom 5. bis 10. November statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto Deacon. Das Wort kennen Sie nicht? Mein Kollege Sascha Thor erklärt es Ihnen. Deacon, lasst uns hinschauen. Das diesjährige Filmfestival Cottbus widmet sich der Geschichte und dem Alltag der Sinti und Roma. Vom 5. bis 10. November werden insgesamt 140 Festivalbeiträge gezeigt. Mehr als 30 davon stellen die Minderheit in den Fokus. Wir kümmern uns in diesem Jahr besonders um das sehr aktuelle Thema Sinti und Roma, die wir nicht mit ihren Klischees zeigen, sondern wirklich die Probleme, die es gibt in der Welt. In unserem Territorium ist das ja sehr konzentriert. Da schauen wir genau hin. Das ist auch der Slogan dieses Programms. Mehr als 12 Millionen Sinti und Roma leben in Europa. Wenn sie nicht mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden, bleibt oft nur das Bild der umherziehenden Folkloretruppen. Das Filmfestival will andere Einblicke bieten. Die haben eine längere Kultur als viele osteuropäische Nationalkulturen. Und wie prägen diese reichhaltigen Sinti- und Roma-Kulturen auch die osteuropäischen Nationalkulturen? Man sieht halt, dass das Leute aus Völkern sind, die mit diesem tragischen Rassismus zu leben haben, das verarbeiten müssen, aber ihre eigene Kultur, ihre oral geprägte Kultur, ihre Geschichten erzählen. Nicht nur als Überlebensperspektive, sondern als ganz, ganz reichhaltigen Alltagshintergrund haben. Und an diesen Geschichten teilzunehmen, das macht wirklich großen Spaß. Da hören die Themen des Filmfestivals aber nicht auf. In der Reihe Heimat Domowina werden Beiträge von sorbischen Filmemachern gezeigt, die sich mit der Lausitz auseinandersetzen. In der diesjährigen Retrospektive wird die Kindheit im gesellschaftlichen Wandel gezeigt. Das Kinderfilmprogramm handelt von Helden, die die Welt erobern. Zudem wird es wieder polnische und russische Themenabende geben. Mittelpunkt bleiben aber die Wettbewerbsfilme. Trotz fehlender Filmförderungen in vielen Ländern wird der osteuropäische Film immer populärer. 11 Spielfilme konkurrieren um die gläserne Lubina. Geldknappheit gibt es überall, aber das scheint die Kreativität der Filmemacher zu wecken. Also man macht mit teilweise sehr einfachen Mitteln Filme, die auf der großen Leinwand passen, die auch sehr pointiert sind, die zum Teil einen sehr guten, treffenden, auch sehr bitteren Humor haben. Sodass es für uns doch die Möglichkeit war, in diesem Jahr durchaus aus dem Vollen zu schöpfen. Der Hauptpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Eine genaue Übersicht über alle Filme gibt es im Internet unter filmfestivalcottbus.de. Karten für alle Vorführungen sind ab sofort erhältlich. Das Filmfestival wurde 1991 unmittelbar in der Nachwendezeit gegründet und gilt inzwischen international als führendes Festival des osteuropäischen Films.
Cottbus wird damit jedes Jahr im Herbst zum wichtigsten Anlaufpunkt für zahlreiche internationale und nationale Gäste. Zum Thema Kultur in Cottbus noch eine Meldung aus dem Dieselkraftwerk. Am morgigen Freitag, den 18. Oktober um 19 Uhr, wird dort eine neue Ausstellung eröffnet. Sie heißt Bildersuchlauf à la Recherche d'Imagé, Ostmoderne aus der Sammlung des DKW. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 5. Januar nächsten Jahres. Von der Kultur zum Sport. Samstag, den 19. Oktober, tritt der SC Cottbus Turn gegen den Tabellenführer KTV Obre Lahn an. Ausgerichtet wird dieser Wettkampf der ersten Bundesliga-Turn in der Mehrzweckhalle am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Forst. Beginn ist 15 Uhr. Bestimmt ein spannendes Ereignis, bei dem das Lausitzer Team viel Unterstützung gebrauchen kann. Immerhin haben sie das Ziel, dem Hambüchen-Team Paroli zu bieten. Und wir wechseln mit dem nächsten Filmbeitrag nicht das Thema, sondern nur die Sportart. Die Spreewaldtherme Burg präsentiert den FC Energie Cottbus vor dem nächsten Heimspiel. Nach einer Woche ohne Bundesliga steht im Stadion der Freundschaft ein richtiger Kracher an. Morgen Abend empfängt Energie Cottbus den ersten FC Union Berlin, Derbyzeit. Und glaubt man der Statistik, stehen die Zeichen auf Sieg. Seit 92 konnte Union nämlich keinen Dreier mehr in Cottbus erzielen. Trotz der guten Ausgangslage hat Rudi Bommer ziemliche Sorgenfalten. Sowohl Börner als auch Topstürmer Sanogo fallen für die Partie aus. Und auch der Einsatz von Ibiza Banovic und Robert Almer ist fraglich. Aber wir haben, denke ich, einen großen Kader. Jeder möchte ja immer unter die ersten Elf. Und da kann auch jeder zeigen, dass er dann letztendlich auch da rein gehört, seinen Platz behalten möchte. Und wir haben ein Top-Spiel vor der Brust. Freitagabend, Derby. Das spielt man immer gerne, bin ich der Meinung. Und es gibt nur noch wenige Karten, wollte ich nur dazu sagen. Wenige Karten zu kaufen. Auf Blick der zu erwartenden 16.000 Zuschauer kann der Cheftrainer dann aber doch gut lachen. Und auch die Tabellenlage bereitet Freude. Mit 20 Punkten zählen die Unioner zwar zu den Top-Mannschaften der zweiten Bundesliga, dafür konnte Cottbus in den letzten Spielen wieder einige Punkte gut machen und verbucht Platz 10. Dennoch bleibt es weiterhin eng. Gerade einmal 5 Zähler trennen den FCE zum Anschluss an das Spitzenfeld. Aber auch nur einen Punkt vom Relegationsplatz. Eng wird es auch, wenn Unionsspielmacher Thorsten Matuschka frei zum Schuss kommt. Ja, natürlich mache ich mir da Gedanken drüber. Aber vielleicht werden wir es auch so machen wie letztes Jahr, dass wir ihn auffangen, wenn er in die Spitze mit reinläuft. Weil er spielt ja direkt hinter Terode. Und da mache ich mir noch Gedanken drüber. Vielleicht nehmen wir ihn auch aus dem Spiel. Das hat er ja nicht so gerne. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten. Vorsichtig wird dagegen nicht Mosquera sein. Er trifft auf seinen Ex-Club. Das sollte extra Motivation geben. Auch die Tatsache, dass Rudi Bommer überlegt, ihn erstmals in der Saison von Anfang an spielen zu lassen. Aber auch der Rest der Mannschaft wird bei diesem Derby alles geben. Schließlich sollen die Punkte gegen Union auch ein weiteres Jahr in Cottbus bleiben. Der FC Energie Cottbus wurde präsentiert von der Spreewaldtherme Burg. Verschenken Sie Wellness und Entspannung. Gutscheine können Sie telefonisch oder per E-Mail bestellen. Nutzen Sie auch unseren Online-Shop unter spreewaldtherme-shop.de. Gleich gegenüber dem Stadion der Freundschaft befinden sich die Messehallen, wo am Freitag auch die diesjährige Herbstmesse eröffnet wird. Eigentlich ist diese bis 18 Uhr geöffnet, allerdings schließt sie morgen bereits eine Stunde früher. Das liegt an der vollständigen Sperrung des Stadtrings ab 15 Uhr, weil das Fußballduell als Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft wurde. Unser nächster Filmbeitrag führt uns nach Forst. Da gibt es eine Gruppe von Leuten mit ziemlich mittelalterlichen Ideen. Und das hat sogar großen Spaßfaktor. Dieses Grundstück reist in 8 Monaten zurück ins Mittelalter. Dann werden Kinder zu Rittern geschlagen und Erwachsene werden zu Herrschaften. Vor 2 Jahren saß eine Gruppe von historisch Interessierten zusammen und kamen zu einer Idee. Warum nicht mal ein Familienwochenende im Mittelalter veranstalten? In die Wege geleitet wurde der Gedanke von Aimu Bartel. Hauptberuflich ist der gebürtige Sachse Produktionsmanager für Kunststofftechnik. Für das Mittelalter und seine Gebräuche interessiert er sich aber schon sehr lange. Zustande gekommen ist das eigentlich von einer Idee, die mich und meine Frau begeistert. Hat schon seit mehreren Jahren mittlerweile, weil wir gerne auf Mittelaltermärkte selber gehen, dort allerdings nur als Besucher
und immer wieder angetan gewesen sind von dem historischen Hintergrund. Ein weiterer Punkt war, dass wir hier im Manitou bei der Familie Fitzmann Gast gewesen sind als Gewandete zum Ritteressen und dort eigentlich so richtig der Anstoß gekommen ist, vor 2 Jahren das mal hier in Forst zu machen, weil es in Forst sowas noch nie gegeben hat. Dazu der historische Hintergrund. Forst ist über Jahre mit den Biebersteinern in Verbindung zu bringen und noch dazu ist dieses Jahr der 250. Todestag von Graf Heinrich von Brühl, den wir als Brückenschlag in dieses Mittelalterwochenende mit reinbringen wollen, weil unserer Meinung nach in der Gruppe der letzten Vasallen der Biebersteiner das noch zu wenig gewürdigt wird und das ausschlaggebend für eine zukünftige Tradition sein kann. Unter dem Namen Johannes Gaudium, ein Historienspektakulum, sollen die Leute nicht nur in ein anderes Zeitalter eintauchen, sondern auch mehr über die Geschichte von Forst lernen. Eingefügt wird die Geschichte der Biebersteiner in dem Moment, dass wir den Florian Rogalla von Bieberstein eingeladen haben als einen der Vertreter, der hier diese Sache hoffentlich in Verbindung mit anderen Honorationen eröffnen wird. Und wir beginnen mit den einzelnen Lagern in der Zeit 1100. Und dann aufbauen diese ganze Lagergeschichte in Richtung Graf Heinrich von Brühl. Zu den geplanten Programmpunkten gehört natürlich auch eine Einführung in das Leben im Mittelalter. Dazu bietet Norbert Marx einige Workshops an, die vor allem Kindern viel Spaß bereiten werden. Familie Marx wird dort natürlich von ganz klein bis Erwachsene die Leute herausfordern, einmal den Schritt vom Knappen zum Ritter zu machen. Das heißt, dass man in verschiedenen Schritten lernt, was benötige ich, um im Mittelalter zu überleben, um mich Ritter zu nennen. Also das heißt Feuer machen mit Striker Feuerstein. Man wird Armbrust schießen, man wird Speer werfen, Hufeisen werfen, um in dieser Zeit als Ritter zu überleben, um sich technische Fertigkeiten anzueignen, um sich natürlich vom Volk zu unterscheiden. Weil der Ritter war ein waffentechnischer Mann und der Bauer war für die Landwirtschaft und der Handwerker war fürs Handwerk zuständig. Das wird man dann an dem Stand der Familie Marx erleben und sich ausprobieren können. Was wäre das Mittelalter ohne Feuer? Dass man damit auch noch was anderes machen kann, als nur eine Feuerstelle und Fackeln zu entzünden, das zeigt die Feuershow Ravenchild. Es wird beim Johannes Gaudium ein Historienspektakulum noch sehr viel mehr geben. Das historische Ereignis findet am Wochenende vom 21. und 22. Juni 2014 im Kulturverein Manitou e.V. in Forst statt, über den die Veranstaltung auch läuft. Der große Abschluss, so viel kann schon mal verraten werden, wird das große Johannesfeuer am Samstag sein. Die Organisatoren sind auf jeden Fall jetzt schon Feuer und Flamme. Wenn der Funken übergesprungen ist, dann können Sie sich den Termin am Sommer 2014 ja schon mal vormerken. Fast am Ende der Sendung noch eine Meldung aus Großrehschen. Dort ist heute Vormittag ein 83-jähriger Rentner mit seinem Auto in einen Wochenmarkt gefahren. Es gab 7 Verletzte, darunter 2 Schwerverletzte. Ein Hubschrauber war vor Ort im Einsatz. Soweit unsere Meldungen und Filmberichte, liebe Zuschauer. In unserer neuen Ausgabe von Augenblick mal spricht gleich Pfarrer Hinrich Müller von der Cottbuser Kreuzkirche zu Ihnen. Und der war ganz schön wütend. Warum und worüber, das sagt er Ihnen gleich. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Fernsehabend. Aus der Idee geboren und mit Liebe gestaltet. Kunstwerke in Perfektion.
Gardinen von Ulrike Tetzlaff Design sind nur echt mit diesem Zeichen. Authentisch, ökologisch, edel. Das neue Gesicht der Herbstmesse. Mit neuem Gesicht präsentiert sich die traditionelle Herbstmesse Cottbus vom 18. bis 20. Oktober. Über 250 Aussteller auf über 10.000 Quadratmetern. In den Bereichen Wohn- und Gartenmarkt, Vital- und Aktivmarkt, Freizeit- und Kreativmarkt, in der Leckerlausitz und im neuen Ausstellungsbereich Mobile und Agile gibt es viel zu entdecken. Erleben Sie die Ausstellung für die ganze Familie mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Bei der Herbstmesse vom 18. bis 20. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in der Messe Cottbus. This time for Africa. Südafrika Special in Moskito. Vom 7. Oktober bis 17. November. Kulinarische Safari von Kapstadt bis Joburg. Küchenchef Lars Basmann empfiehlt Kalamari Peri Peri. Marinierte Baby-Thunfischtuben mit feuriger Paprika und Chili. Und Kürbis-Grapefruit-Suppe mit Chicken Kebab. Gegrillte Streifen vom King Clip. Und Hackfish. Auf Strauchtomaten und Zuckerschoten mit Kartoffelpüree. Surf and Turf. Gegrilltes Straußensteak und Garnelen. Mit knackigem Grillgemüse und kleinen Ofenkartoffeln. Geschmorte Antilopenkeule mit feuriger Sulu-Soße, dazu Pommes frites. Und gegrillte Burgers, die typisch südafrikanische Bauernwurst auf Rahmkraut und Kartoffelpüree. Straußencurry aus dem Bock mit Curry, frischem Gemüse und gebratenem Reis. Und Bobo-Tee, die malayisch-südafrikanische Spezialität. Hackbraten vom Rind und Schwein mit Lemon-Egg-Kruste auf Tomaten, Zwiebel-Chutney, dazu Reis. Mosquito, enjoy the sunshine. Ja, jetzt ist Stadelzeit, wir sind so weit, wir haben uns darauf gefreut. Die Gäste sind schon hier, jetzt wünsch ich dir eine wunderschöne Zeit. Heute früh war es nass und trübe. Teilweise stürmischer Wind sorgte für echte Herbstgefühle und ließ die Blätter von den Bäumen tanzen. Die Sonne ließ sich am Vormittag dann aber doch noch blicken. Mit 14 Grad war auch der Donnerstag recht mild. In der kommenden Nacht wird es bewölkt und regnerisch sein. Der Niederschlag zieht dann aber allmählich nach Osten hin ab. Auch der Wind lässt etwas nach. Die Tiefsttemperatur liegt bei 8 Grad. Morgen am Freitag wird es dann freundlicher. Die Chancen auf noch mehr Sonne stehen gar nicht so schlecht, auch wenn der Tag zunächst wolkenreich beginnt. Regnen wird es kaum noch und mit 11 bis 13 Grad bleiben auch die Temperaturen angenehm. Insgesamt also ein wettermäßig guter Start ins Wochenende. Augenblick mal. Das hat mich geärgert, liebe Zuschauer. Da unterstellt mir doch einer in einer hitzigen Diskussion, na, ihr Pfarrer macht doch alles nur wegen dem Geld. Sowieso hat die Kirche viel zu viel Geld. Na klar, ich weiß natürlich, wieso im Moment jeder mit diesem Vorwurf punkten kann. Aber es hat mich geärgert. Das war ungerecht. Ich habe gespürt, wie der Zorn in mir hochstieg und wie die Faust sich ballte. Na, warte. Das kriegst du wieder. Bei nächster Gelegenheit würge ich dir einen rein. Und dann komme ich nach Hause und befasse mich noch innerlich wütend mit dem nächsten Sonntag und treffe auf das biblische Leitwort für den kommenden Sonntag. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Peng, da hatte ich es. Das passte überhaupt nicht zu meiner inneren Verfassung. Nein, ich wollte meine Wut loswerden, wollte heimzahlen. Überwinde das Böse mit Gutem? Eine hohe Anforderung. Was mutest du mir zu, Jesus? Klar, irgendwann habe ich mich wieder eingekriegt. Es stimmt ja, beleidigt werden, verletzt werden, falsche Motive unterstellt zu bekommen, das tut weh. Aber was bringt es, wenn ich dann gleich oder später zum Gegenangriff übergehe und etwas heimzahle? Vielleicht fühle ich mich dann etwas besser.
Aber ein wirklicher Gewinn ist es nicht. Ein Gewinn ist es, den Kreislauf zu durchbrechen. Das auf Böses tun, wieder Böses folgt und dann wieder eine Rache und wieder und wieder. Und am Ende haben sich Menschen heillos zerstritten und wissen manchmal gar nicht mehr, wie das eigentlich angefangen hat. Dem, der mir wehgetan hat, verzeihen. Nicht mit gleicher Münze heimzahlen, das ist es. Natürlich, es ist nicht gut, was einem an Bösem widerfährt, einfach in sich hineinzufressen. Besser ist es, ich sage es meinem Gegenüber, am besten hinterher. Hey, das hat mir wehgetan. Und gebe ihm damit die Chance, auch vorsichtig zu reagieren. Und nicht wieder verletzend draufzuhalten. Und vielleicht gewinne ich damit jemanden, der mir künftig freundlich gesonnen ist. Ein echter Gewinn. Ich wünsche Ihnen eine gute Restwoche. Augenblick mal. Erleben auch Sie im 8. Showjahr einen Abend der Superlative. Mit Punsch am Feuer, Weihnachtsbuffet und einer fantastischen Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr Winterwunderland und Dinner. Broadway-Feeling pur mit Wanda Kay. Stimmgewaltige Interpretationen der ganz Großen des Showgeschäfts. Diese phänomenale Show dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Vom 29. November bis 20. Dezember, immer donnerstags bis samstags, Winter Wunderland und Dinner. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art. In der alten Chemiefabrik. Jetzt das Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Weihnachtsbuffet, Show und Tanz für 59,95 Euro pro Person. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 21 oder www.alte-chemiefabrik.de. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur, deshalb nehme ich Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Verschenken Sie nicht Ihr Geld. Mit der Vereinigten Lohnsteuerhilfe sind Sie auf der sicheren Seite. Sehr geehrte Zuschauer, auch unsere Region wird immer öfter von Hochwasser, Überschwemmungen und Stürmen heimgesucht. Hierbei handelt es sich um unabwendbare Ereignisse. Aufwendungen zur Beseitigung dieser Schäden können steuerlich berücksichtigt werden. Möchten Sie mehr dazu erfahren, können Sie sich gerne an uns wenden.
Informieren Sie sich in der Beratungsstelle von Hartmut Hönsch in der Heinrich-Mann-Straße 12 oder telefonisch unter Cottbus 52 59 41.